Es gibt einige Hygieneeigenschaften bzw. Hygieneangewohnheiten, die sollte man besser sein lassen. Ja Leute, ich weiß, schlechte Angewohnheiten abzulegen ist nicht gerade einfach und gerade dann nicht, wenn man sich Angewohnheiten über Jahre hinweg angewöhnt hat. Aber es gibt so ein paar absolute Hygiene-No-Gos, die man wirklich schlicht und ergreifend einfach stecken lassen sollte. Und über genau die spreche ich heute. Und wenn ich auch noch eine Lösung mit parat habe, wie du diese schlechten Hygieneangewohnheiten loswirst, dann gibt es die heute logischerweise wie immer noch gratis mit dazu. Erstes Hygiene-No-Go hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gemacht. Du stehst vor dem Spiegel, da ist so ein blöder Pickel auf der Nase und du weißt, du darfst ihn eigentlich nicht ausdrücken, aber am Ende des Tages machst du es trotzdem, obwohl du es eigentlich nicht solltest. Denn selber ausdrücken kann tatsächlich zu Entzündungen führen und das will man natürlich nicht. Gute Hygiene, gerade bei der Haut, ist tatsächlich das A und O. Deshalb am besten zweimal täglich ein Gesichtsreinigungsgel verwenden, am besten auch noch in Kombination mit einer Gesichtsreinigungsbürste, damit eure Poren wirklich bis in die Tiefe gereinigt werden. So minimiert ihr dann dementsprechend auch das Risiko von Pickeln und kommt gar nicht erst in die Versuchung, ja, irgendwas auszudrücken, weil bei eurer Hygiene gar keine Pickel kommen. Das wäre doch ideal, oder? Wenn man älter wird, dann wachsen einem vermehrt Haare an Stellen, an denen man nicht unbedingt mehr Haare haben möchte. Wie zum Beispiel auch in der Nase. Und was machen die meisten Männer da? Die meisten Männer kommen auf die glorreiche Idee und ziehen sich ihre Nasenhaare einfach raus. A, tut das super weh und B, ist das tatsächlich auch noch gefährlich. Deine Nasenschleimhaut ist super empfindlich. Und wenn du die Nasenhaare einfach rausziehst, dann kann es zu offenen Stellen kommen und dementsprechend auch zu Infektionen, die du ganz sicherlich nicht haben möchtest. Nasenhaare rausziehen, absolutes No-Go. Besorg dir besser so einen Nasenhaartrimmer. Da kannst du ganz easy und einfach deine Nasenhaare runtertrimmen. Das tut nicht weh und hast auch nicht die Gefahr, dass du irgendwie deine Nasenschleimhaut beschädigst, sondern kannst ganz entspannt das Ding in die Nase reinschieben, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, und dann deine zu langen Nasenhaare einfach runtertrimmen. Manche Leute gewöhnen sich über Jahre, teilweise über Jahrzehnte hinweg was an. Und wenn du dir das Fingerknabbern angewöhnt hast, dann würde ich dir schnellstmöglich empfehlen, das irgendwie sein zu lassen. Denn abgeknabberte, zu lange Fingernägel oder auch grundsätzlich dreckige Hände, das ist wirklich ein absolutes No-Go. Wenn du dir diese blöde angewöhnt hast, dann habe ich einen kleinen Tipp für dich. Da gibt es so eine Tinktur, die kann man sich auf seine Fingernägel draufschmieren und wenn man dann wieder seine Fingernägel kaut, ja, oder in die Versuchung kommt, seine Fingernägel zu kauen, dann schmeckt das so bitter, dass man auf gar keinen Fall wieder auf seine Fingernägel drauf rumkommen möchte. Also wenn du es dir angewöhnt hast, versuch einfach mal, diese Tinktur zu benutzen. Kommen wir zum nächsten No-Go und jeder weiß es, dass es nicht gut ist. Jeder weiß es, auch du, aber du benutzt es trotzdem immer und immer wieder. Wovon spreche ich? Ich spreche davon, Q-Tips zu verwenden. Denn man weiß eigentlich, dass es nicht gut ist. Aber irgendwie, wenn man sich das angewöhnt hat, ist es doch trotzdem irgendwie so ein schönes Gefühl. Gehört auch teilweise vielleicht sogar zu deiner Routine, zu deiner Pflegeroutine mit dazu. Wenn du diesen Q-Tip benutzt, in dein Ohr reinsteckst und dein Ohr in Anführungsstrichen sauber machst. Aber jeder HNO-Arzt wird dir wahrscheinlich bestätigen, dass ein Wattestäbchen bzw. ein Q-Tip nicht die beste Möglichkeit ist, um sein Ohr zu reinigen. Denn es besteht die Gefahr, dass du den Ohrenschmalz einfach weiter ins Ohr hineindrückst und dann kann so ein Pfropfen entstehen und außerdem ist dein Trommelfell auch empfindlich und du kannst deinen Gehörgang mit so einem Wattestäbchen tatsächlich auch verletzen. Es gibt Alternativen, wie zum Beispiel so einen Ohrenschmalzentferner, den habe ich persönlich noch nie benutzt, aber soll anscheinend nicht schlecht sein. Und es gibt auch so ein Otoskop, das kannst du mit dem Handy verbinden und siehst du ganz genau in dein Ohr rein und dann kannst du im Prinzip den Ohrenschmalz rausschaben, kann man fast sagen, aus deinem Ohr. Ob das top ist, kann ich nicht sagen, aber es sind auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, damit du keine Q-Tips verwendest. Und wenn ihr euch mit den Alternativen nicht anfreunden könnt, dann versucht zumindest die Q-Tips in den Ohren nicht ganz so oft zu verwenden. Fünftes No-Go, die ganze Zeit im Bart herumfummeln. Ja, ich weiß, Leute, wenn man sich einen Bart wachsen lässt und wenn man seine Gesichtshaare wirklich ausgiebig gezüchtet hat und viel investiert hat, damit man einen schönen vollen Bart hat, dann fühlt sich das auch gut an und irgendwie auch aus dem Unterbewusstsein fasst man dann irgendwie immer in den Bart hinein, zieht auch an den Bart vielleicht. Aber Leute, lasst das bitte sein, denn das kann nur Pickel verursachen. Lasst eure Hände irgendwo anders, lasst eure Hände bei eurem Partner, bei eurer Freundin oder Partnerin, ja, da sind die besser aufgehoben als bei euch im Bad. Ich weiß nicht, was mit manchen Männern los ist, aber ich sehe es immer und immer wieder, dass Männer zum Beispiel in Bars, in Cafés, in Restaurants oder in Clubs auf die Toilette gehen, sich dann anschließend in den Spiegel anschauen und sich nicht die Hände waschen. Leute, das geht absolut gar nicht. Wenn ihr auf Toilette geht, ja, egal was für ein Geschäft ihr da verrichtet, anschließend wäscht man sich die Hände. Auch im Hinterkopf behalten, ja,
Corona ist noch nicht ganz over. Denn wenn du irgendeinen Kollegen anschließend begrüßt, ja, und du hast im Hinterkopf, der war gerade auf Toilette und hat sich nicht die Hände gewaschen, Leute, das geht einfach nicht. Also nehmt euch Seife, ja, wascht euch die Hände, wie sich das gehört, und fertig. Falls du da draußen irgendjemanden kennst, der eines dieser Pflege-No-Gos, die ich heute hier in dem Video erwähnt habe, immer und immer wieder macht, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Wenn er das Video dann sieht, dann weiß er ganz genau, worum es geht. Ich wünsche euch in diesem Sinne einen maximal gepflegten Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.